Heute zeige ich euch, wie man aus diesen Schuh machen kann, Freunde. Yo, was geht ab, meine Freunde? Meteor am Start und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Heute habe ich mal was ganz anderes für euch, mal was Neues, was es so auf PMTV noch nicht gab. Und ja, ich habe ein kleines Hobby für mich entdeckt, Freunde. Und ob das Video kommen sollte, darüber haben die Leute auf Social Media entschieden. Auf Snapchat und auf Instagram habe ich gefragt, ob ich sowas mal als Video bringen soll. Und je nachdem, wie dieses Video ankommt und falls ihr Ideen habt für weitere Videos in diese Richtung, könnt ihr es gerne kommentieren. Und worum es heute geht, ihr habt es vielleicht am Thumbnail oder im Titel gesehen. Heute zeige ich euch, wie man aus diesen Schuh machen kann, Freunde. Und der Unterschied ist einfach überragend krass und es sieht mega nice aus. Ihr könnt es sehen, einmal der Schuh in Gold und einmal der Schuh in Weiß. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und färben jetzt den anderen auch noch in Gold. So, Freunde, wir gehen jetzt mal ins Detail und ich zeige euch die Schuhe mal vom Nahen. Und hier seht ihr den alten Schuh. Das ist mein alter Nike Tiempo. Der ist, glaube ich, nicht an diesem Schuh, sondern an dem gefärbten schon hier aufgerissen. Und da habe ich dann immer Feuchtigkeit in den Schuh bekommen. Und ja, das ist ein älterer Schuh, das könnt ihr sehen. Und wir fangen mal mit dem noch weißen an. Und zwar, wenn ihr sowas machen wollt, ist es wichtig, dass der Schuh sauber ist. Ihr könnt zwar sehen, hier und da ist noch ein bisschen was zu sehen, so staubig vielleicht. Aber der Schuh an sich ist von mir gereinigt worden und das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Das müsst ihr vorher machen, bevor ihr sowas macht. Ich habe dafür einfach Acrylfarbe genommen und es ist gar nicht mal so teuer. Erinnert ein bisschen an Monte hier, Montana steht da. Und ja, ihr könnt sehen, im ersten Moment sieht das richtig nice aus. Ich habe jetzt einfach mal schwarze Schnürsenkel genommen und hier muss ich noch mal ein bisschen drüber gehen, das könnt ihr sehen. Werde ich im Nachhinein heute machen. Aber sonst sieht der Schuh, vor allem die Sohle, extrem hochwertig aus. Und das spiegelt ja schon fast. Ihr könnt die Kamera ein bisschen sehen. Und das sieht, finde ich, einfach nur geil aus. Bevor wir loslegen, müssen wir die Schnürsenkel entfernen, Freunde. Das ist ganz wichtig. So, da ist der Schuh jetzt laceless. Und ihr könnt sehen, hier sieht man eigentlich richtig gut, was für breite Füße ich habe. Und bevor wir den Schuh jetzt besprühen, habe ich noch ältere Papierknödel von anderen paar Fußballschuhen, die ich hier rein tue, damit der Schuh schön ausgefüllt ist. Kleiner Tipp am Rande, Freunde, falls ihr sowas nachmachen wollt mit euren alten Schuhen, beziehungsweise generell mit euren Schuhen. Ich habe noch nicht getestet, wie die Farbe hält. Das wird wahrscheinlich in einem separaten Video kommen, weil ich noch einige andere Schuhe so umwerkeln will. Das ist jetzt ganz einfach, komplett Gold sprühen. Aber ich will da Details reinmachen. Das wird, glaube ich, ein richtiges Hobby von mir. Aber wichtig, macht das, wenn ihr sowas macht, draußen. Zieht alte Klamotten an, die ihr vielleicht nicht unbedingt brauchen werdet. Ich habe hier einen alten Pulli an. Und auf jeden Fall benutzt Einweghandschuhe und benutzt den Karton, um reinzusprühen und macht das am besten draußen. Ich mache jetzt den einen Schuh ausnahmsweise hier drin, weil draußen ist es erstens arschkalt und der Wind pfeift. Deswegen machen wir es hier drin. Bevor es losgeht, muss die Dose natürlich vernünftig geschüttelt werden, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Und dann geht es eigentlich auch an das Eingemachte, Freunde. Ich kenne mich wirklich noch nicht so gut damit aus. Es macht mir aber mega Laune. Und man könnte natürlich auch überlegen, das Schwarze hier so zu lassen beim Nike-Zeichen. Aber ich mache den Schuh jetzt einfach Gold. So wie der goldene Schuh, wenn man die meisten Tore geschossen hat. Und seht ihr den Unterschied? Guck mal, wie geil das aussieht. Hier schön am Glänzen und hier noch weiß. Ihr könnt schon sehen, Freunde, hier sind Dämpfe unterwegs. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ihr müsst da aufpassen. Macht das am besten in einem Raum, wie einer Garage oder ähnliches. Ich mache es jetzt ausnahmsweise hier in dem Karton, werde gleich das Zimmer lüften, weil ich gleich eh weg bin. Von daher passt das bei mir ganz gut. Ich lasse es jetzt erstmal so, werde es gleich weitermachen. Aber ich wollte jetzt nur die eine Hälfte mal machen. Ihr könnt sehen, also im Licht ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Jetzt so, ey, der Schuh sieht nagelneu aus. Hier hinten habe ich noch ein bisschen, noch nicht so weit gemacht, aber nur hier vorne sieht der Schuh nagelneu aus. Und auf der anderen Seite einfach nur ausgelutscht. Und das ist das Geile, finde ich. Oh, ich habe hier schon mal geschlampt, sagen wir mal, Freunde. Das war nämlich nicht so clever. Jetzt ist meine Hand hier. Na, ah, das war nicht so, ja. Ich musste auch noch üben, Freunde. Das ist erst mein zweiter Schuh, den ich mache.
der erste Schuh, den ich gemacht habe, ist hier. Und ja, ich mache das gerade mal schnell. Ich gehe trotzdem raus jetzt nochmal, weil es hier, man merkt es extrem, man soll es draußen machen. So, Freunde, der Raumwechsel ist uns gelungen. Ihr könnt sehen, das Licht ist auch ein bisschen anders. Und jetzt spüre ich den Schuh komplett Gold. Hier sind meine ersten goldenen Fußballschuhe, also mega nice. Hier bin ich nochmal drüber gegangen gerade und ja, nochmal hier der Schuh, mega cool. Und den ich gerade frisch gemacht habe, muss ich vorsichtig anpacken, aber ihr könnt hier auch sehen, mega geil. Also hier und da muss ich noch ein bisschen drüber gehen, glaube ich. Aber das sind Details. Das Wichtige ist, dass man die wirklich trocknen lässt. Und jetzt lasse ich die auch hier wirklich einen Tag stehen und danach schauen wir, wie das aussieht. Aber das war's so das, was ich euch zeigen wollte heute. Ja, Freunde, dieses Video neigt sich jetzt auch dem Ende. Ich möchte jetzt ein kurzes Fazit da ziehen. Erstmal möchte ich zeigen, ich hatte es auf Instagram gepostet gehabt. Da könnt ihr es sehen, da habe ich das erste Mal mit dem Schuh gewerkelt gehabt. Und das ist mittlerweile schon, ohne Witz, 24. Januar, also ist schon was her. Und ja, ich habe die Haare kürzer, ich habe aber die gleichen Klamotten an, wie auf dem Foto. Und ich habe mir dafür wirklich Acrylfarbe geholt in Gold und ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich glaube, ich habe für die Dosen nicht mal 15 Euro ausgegeben. Die ist noch nicht mal halb leer jetzt, weil ich hatte im Internet gelesen gehabt, ey, das nimmt schon viel Farbe in Anspruch. Aber ich bin positiv überrascht und das ist ja umso schöner. Und ich finde, für 15 Euro ist das eine gute Möglichkeit, aus alten Schuhen noch was zu machen. Natürlich, wenn die noch tragbar sind, kann man die natürlich verschenken, aber die sind wirklich schon teilweise aufgerissen. Wie gesagt, diese eine Naht da, das ist halt nicht so schön zum Spielen. Und jetzt habe ich halt noch einige andere Projekte vor mir. Ich will mit dem Evo Touch, den ich habe, mit dem will ich was machen. Vielleicht auch mit dem Prime Knit. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne Vorschläge in die Kommentare posten und vielleicht wird so ein Schuh auch mal verlost. Aber wie gesagt, ich möchte in der Zukunft das extra abkleben und dann auch genauestens Details malen und so die Schuhe individualisieren. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen hoch da, würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, für Vorschläge oder Fragen, ab in die Kommentare damit. Und dann schauen wir mal, wie es damit weitergehen wird. Das ist jetzt so mein kleines Hobby, was ich so nebenbei noch mache. Es ist mega cool. Also ich mag sowas, obwohl ich nicht so der Bastler-Typ bin. Aber sowas hat mich wirklich überzeugt. Und das macht mir Laune. Wirklich, man merkt das, glaube ich, auch. Und das wollte ich mit euch teilen. Falls ihr auch sowas macht, schreibt auch mal gerne in die Kommentare, wie ihr es macht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.